liebe Leute, herzlich willkommen zu einer nächsten Runde. Und zwar heute ein wunderschöner Tandemrahmen, den jemand selbst zusammengeschweißt hat. Vorne habe ich schon mal angefangen, wollten ja wie gesagt aufbauen, den zu entlacken hier. Aber wie gesagt, es gibt so viele Projekte bei mir, darf ruhig auch jemand anders weitermachen, wenn er will. Der vordere Rahmen ist ein Herrenrahmen der Marke Rabeneig. Der hintere Rahmen ist ein Damenrahmen der Marke Herkules. Da sieht man es noch. Schönes Projekt auf alle Fälle. Wollte ich aufbauen, komplett mit Neuteilen. Denn allerdings ist das dann halt wieder so eine Sache. Hätte ich noch keine Tandems, hätte ich es für mich gemacht. Ich habe aber 3 Stück tatsächlich schon. Und jetzt noch ein 4. sich hinzustellen, das ist ein absoluter Hingucker auf alle Fälle. Ja, damit einen schönen Lack. Also hier ist ein Pinsellack drauf. Deswegen wollte ich nicht haben. Grün ist ja schon mal nicht schlecht eigentlich. Ist auch alles okay. Hätte ich auch alle gelassen. Aber es sieht nicht sauber aus, nicht ordentlich. Dann sind eben die Muffen nicht abgesetzt und so zugeklärt hier. Und eben das Steuerkopfschild ist überstrichen. So eine Sache. Da bin ich vielleicht ein bisschen zu perfektionistisch. Will ich fast nicht sagen. Aber ein bisschen zu eitel, um mit sowas dann am Ende da noch Geld reinzustecken und das dann zu fahren. Also es sieht viel schöner aus, wenn das hier alles freigelegt ist. Man dann eine Schicht Lack drüber macht und dann vielleicht noch mit einer Linierpinsel hier rumzieht, die Muffen einmal begrenzt oder so. Ist ein bisschen farblich vielleicht sogar absetzt. Das muss man wissen. Es ist ein verdammt guter Stahl. Rabeneig Herkules, das sind keine Schrotträder. Das Rad fuhr gerade, als es aufgebaut war. Also der Rahmen dürfte auch nicht verzogen sein. Die Anbauteile sind aber wie gesagt alle unbrauchbar. Herkules hier sieht man noch, wurde auch nicht vernünftig grundiert. Also das war der Lack, da platzt es denn ab. Das ist der Lack drunter, der alte. Wenn man schnell haben will, schnell entlacken, ja, dann geht man eben zu einer Bude und sagt, einmal bitte Sandstrahlen und die ziehen da einmal drüber, kostet 30 Euro, dann ist das Ding gesandstrahlt. Ja, und dann hat man den blank und dann kann man den selber in der Farbe lackieren, wie man mag. Und wenn der Rahmen hier nicht weggeht für den Preis, den ich aufrufe, werde ich das vielleicht doch noch machen. Ich werde den wenigstens sandstrahlen und dann aber auch gleich Pulverbeschichten einmal drüber. Und dann kann ich mir immer noch mal was ausdenken. Dann hänge ich mir den hin, genauso wie der da hängt. Hier, der hängt ja auch noch hier. Der ist ja schon vor 2 oder 3 Jahren. 4 Jahren gemacht. Hat bis jetzt noch keinen, also Interesse war schon da, aber ich biete den auch nicht so offensiv, biete ich meine Sachen nicht an, wie jetzt gerade. Der ist jetzt zu verhökern. Könnt ihr kaufen bei eBay. Setzt den an mit 120 Euro. Könnt mir auch gerne einen Preis vorschlagen, allerdings wirklich nicht wesentlich weniger tatsächlich. Ein toller Rahmen, auf alle Fälle ist ein einmaliger Rahmen. Was Kultiges für einen Herrentag oder so, dann könnt ihr das Ding schwarz machen. Macht Linierungen drauf überall und dann hier an der Seite auch diese Klassik-Linierung mit den zwei, mit diesen Kästchen, ne? 2 Streifen hier runterlaufen lassen, wieder zusammen, Schnörkel am Ende. Irgendwie so, es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Denkt euch was aus, schwarzer Lack, goldene Lackierung, goldene Linierung. Was weiß ich, denkt euch ein schönes Logo aus, wenn nicht, mache ich das halt irgendwann mal. Aber jetzt kommt er erstmal bei eBay rein, vielleicht findet er einen Interessenten. Würde mich freuen. Das war's. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert den Kanal. Sagt's weiter, zeigt's euren Freunden. Vielleicht haben die auch Interesse an sowas. Vielleicht fällt euch jemand ein, was weiß ich, irgendwas. Oder als Hochzeitsgag oder so. Jemand heiratet oder so. Baut das Ding auf, stelltet den hin, ja. Dann können sie mit dem Ding in die Kapelle rinfahren, aus der Kapelle raus, was weiß ich, zu ihrem Hochzeitskutsche hin oder was weiß ich, statt der Hochzeitskutsche. Irgendwie sowas. Herrentag, wie gesagt. Geburtstage. Familienfeste ist ein tolles Ding. Oder einfach nur schöner mal Sommertag in Berlin. Mit der Freundin auf dem Rad, auf dem Tandem unterwegs. Gut. In diesem Sinne, ich verbleibe. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.